das Experiment des Seins, ein Spiegelreflexionswesen sich zu erschaffen, vermittels dessen es sich selber anschauen könnte, authentisch ist deshalb misslungen, weil es eine Spiegelverzerrung gibt, weil diejenigen Wesen, die die Aufgabe haben, diese Daseinswahrnehmungskette des Authentischen nicht abreißen zu lassen, in ihrem partikularen metonymischen Fortsetzungsreihen gleichzeitig die Nicht-Authentifizierung, gleichzeitig den Verrat, den Argwohn, den Verdacht durch das Proton Pseudos hereinbringt. Denn es kann diese Fortsetzungsketten nur vermittels eines Vorgangs durchführen, die der Entfremdung aufs Drittandere hinzugeht und damit den Verrat, das Proton Pseudos, den Argwohn aus der Dyade, das heraklitische, gleitmetonymische Verlust, Schock, Terror, Horror, Erlebnis, das die Verunwirklichung, die Unauthentifizierung einführt, gewährleisten. Dasjenige, was also die authentische Widerspiegelung des Seins als eines Daseienden hätte produzieren können, produziert mit diesen weichfleischlichen Fortsetzungskörpern der Erinnerungsfunktion dieses Reflexivdaseins gleichzeitig seine Auslöschung, seinen Tod, sein Nicht-Dagewesen-Sein, seine Verunwirklichung, sein Nicht-sich-selber-ernst-nehmen-können und damit dem Argwohn des Wozu denn das alles soll und damit die anderen Idealtätisten erschafft gegen die heraklitischen Partikularisten, die es hinwiederum benötigt in dem Kampf aller Männer gegen alle Frauen, damit das immer akzentuiertere, ausgefeiltere, adaptivere Fortsetzungsformtypenreihen sich erfindet in diesem Hochrüstungswettkampf. Dabei wollte das Sein nur da sein und nicht sich selber bekämpfen in einem Fortschreiten, das in dem Fortschreiten nur bestehen kann als Auslöschungsreihe. Das also ist die Grundparadoxie, die das Sein nicht gelungen ist zu vermeiden. Und also wird es wohl ein neues Experiment starten müssen nach den nächsten Myriaden von Äonen.